ist großer Jekids-Tag in Duisburg. Exakt 999 Grundschulen und Förderschulen und damit mehr als 133.000 Kinder machen mit beim NRW-Programm Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen. Anni und Hanna aus Drehensteinfurt sind schon aufgeregt. Die beiden Grundschülerinnen werden heute auf ganz großer Bühne vor mehr als 800 Zuschauern Musik machen. Und dafür haben sie sich vorher schon ordentlich angestrengt. Also wir üben generell eigentlich jeden Freitag, aber wir hatten letzte Woche Mittwoch 4 Stunden einmal und dann haben wir da geübt. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil da gleich halt so viele Leute sind und weil es halt der erste Auftritt auf so einer großen Bühne für mich ist. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Am Jekids-Tag kommen Kinder aus vielen Orten zusammen und zeigen, was sie schon können. Für Ministerin Ina Brandes ist das Jekids-Programm das wichtigste Programm der kulturellen Bildung, das wir in Nordrhein-Westfalen haben. Weil es allen Grundschulkindern die Chance bietet, ein Instrument, tanzen und singen zu erlernen. Mittlerweile gibt es das Programm auch nicht nur ein Jahr lang in der Grundschule, sondern die ganzen 4. Die Ministerin erwartet heute vor allem eines. Auf jeden Fall viel gute Laune. Also ich habe gehört, dass wir 400 Kinder hören werden und sehen werden, wie sie tanzen, spielen und singen. Und dass wir auch ein bisschen mitmachen dürfen beim Singen. Ich weiß noch nicht so genau, wie das wird. Aber ich bin sicher, dass es viel gute Laune und viel Spaß bringen wird. Genau so sieht es aus. Und es hört sich auch so an. Nach guter Laune und Spaß. Egal ob Tanz oder Gesang oder Musik. Die Kinder geben alles. Holger Müller ist der Vorsitzende des Landesverbandes der Musikschulen NRW. Das Team aus der Geschäftsstelle hat den Jekids-Tag organisiert. Die Kinder haben ein ganz, umtriebiges Programm, auch Backstage, mit Angebote zum Singen, zum Tanzen und auch Angebote mit iPads. Und man sieht, die langweilen sich hier keine Sekunde, sind gut verpflegt und alle sind jetzt wild auf den Auftritt und freuen sich. Auch Anni und Hanna zeigen auf der Bühne, dass das Üben sich gelohnt hat. Sie spielen bei ihrem Auftritt hochkonzentriert und es hat alles geklappt. Zum krönenden Abschluss kommen alle Kinder auf die Bühne. Was war das für ein toller Jekids-Tag in Duisburg?